Herzlich willkommen, meine Fans! Nee. Na, ihr Spacken? Heute schon gekackt? Auch nicht, nee. Na, alles klar? Na, oh, nee, das ist ja viel zu niedlich. What up, Bitches? Ja, nee. Doch, ich bleib lieber bei meiner Anmoderation. Die da wäre, yo, G's und Gents. Nein, okay. Ja, Skaten und willkommen zu meinem 250 Abonnenten-Special. Yay! Jetzt geschafft nach, ich glaube, 2 Monaten. Also fast 2 Monaten, als wir die 200 geschafft haben. Das war am 18.04., glaube ich. Heute ja der 16.06. Ja, in den letzten Tagen kamen keine Videos, weil YouTube irgendwie mit den Uploads spinnt. Hoffentlich kommt dieses Video irgendwie hoch, weil das eigentlich nicht so groß ist und naja, wir werden gucken, ob es rechtzeitig ankommt bei euch oder auch nicht. Jo, mein 250. Abonnent hat mich um genau 17 Uhr abonniert oder auf jeden Fall habe ich da die E-Mail bekommen um 17 Uhr genau. Und das Schlimme ist, ich kann ihm keinen Dank aussprechen, weil irgendwie die Kommentare bei mir nicht gehen, also da steht nicht so Kommentar posten. Ich kann es euch auch zeigen. Moment, wir switchen mal kurz auf meinen Desktop oder auf meinen PC auf jeden Fall, auf meinen Bildschirm. So, hier sind wir auch schon. 200 Abonnenten, yeah! Ja, das war noch hinten, oder? Dann war das nochmal, können wir ja jetzt gucken. 18.04. ja. Jo, mein 250. Abonnent hier. X-Pro Skills wieder gekommen vor 21 Stunden, wo ich das aufnehme, also heute. Noch ein Abonnent, dann Special, yeah! So, ja, also normalerweise schreibt man ja hier irgendeinen Scheiß, so. Moment, wenn dann richtig. So, irgendein Scheiß. Oh, ich kann so nicht schreiben. So, ja, und dann ist hier halt Kommentar posten normalerweise, ne? Aber nee, bei mir nicht. Das ist auch auf anderen Kanälen, nicht auf meinem Backup-Channel, nicht auf The Names, glaube ich, auch nicht. Habe ich nicht geguckt. Oh nein, wir wollen nicht sein Intro sehen. Jetzt gerade nicht, weil es ist eins meiner Videos. Naja, also nicht böse sein, The Name. Ja, also geht nicht halt. Ich habe auch schon gegoogelt und so. Ja, es geht halt nicht. Es haben auch mehrere dieses Problem. Seit genau heute. Ich hoffe, YouTube fixt es schnell, weil mein 250. Abonnent kommt und ich kann mich nicht bedanken. Ich habe dem jetzt per PN eine Nachricht geschickt. Und ja, ich hoffe, sie liest da. Aber jetzt können wir wieder zurück und zum eigentlichen Hauptteil dieses Specials kommen. Also bis gleich. Yo, back beim Cube. Das ist übrigens auch noch so eine Sache. Ich habe ja ein neues Profilbild. So, ihr seht den Cube ja gerade auch so. Deistin hier. Bam. Und ja, irgendwie hat er mir auch sehr schnell sehr viele Abonnenten eingebracht. Ich weiß nicht, ob es deswegen war oder vielleicht, weil ich keine Videos mehr mache. Ja, ihr abonniert mich, weil ich keine Videos mehr mache, weil ihr mich nicht mehr sehen wollt. Nein, jetzt. Okay, ja, das FAQ, nicht FHQ, wie ich im 200 Abonnenten Special gesagt habe, weil das wird ja FHQ heißen auf Deutsch, aber das ist ja nicht, sondern FAQ Special, ne? So, frequently asked questions, ey. Jeder, der nicht Englisch ist oder irgendwie so Englisch spricht, perfekt, kommt damit sowieso nicht klar, aber egal. Darum soll es ja auch gerade nicht gehen. Ja, ihr habt mir Fragen gestellt. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Ja, legen wir mal los, würde ich sagen. Jetzt schon fast 4 Minuten gebabbelt, aber egal. So, ja, die erste Frage lautet: Wann hast du Geburtstag von der guten X33 Jess E X33? Ja, ich habe deinen Namen perfekt ausgesprochen. Du hast ihn so geschrieben. Nein, Scherz, okay, die gute Jessie. Mit der macht man keine Witze, da kann man sich ganz leicht verscherzen. Nein, kein Mobbing-Video hier. Ich bin strikt dagegen, so. Ja, wann hast du Geburtstag? Am 17. Mai oder auch 5. genannt, weil es der 5. Monat ist im Jahr. Ja. Beantwortet. Nächste Frage.
Also ich habe das jetzt alles random ausgesucht. Bitte nicht sauer sein, wenn ihr irgendwann an der anderen Stelle kommt. Das ist kein Top-10-Frage-Ranking oder so. Wer kommt doch auf so eine scheiß Idee? Egal, nicht, dass so aufgefasst wird. Also, die nächste Frage, auch wieder von der guten Jessie hier. Wirst du das Tomb Raider, das dieses Jahr rauskommt, LPen? Oder Let's Playen, lieber erstmal ausgesprochen so. Ja, ich plane dieses zu Let's Playen. Das habe ich auch schon im Tomb Raider Underworld Ending gesagt, in den Credits. Aber die Frage wurde vor dem Ende, also bevor das Video hochgeladen wurde, halt gestellt. Und deswegen ist die Frage doch noch berechtigt. Und ja, das Spiel heißt nur Tomb Raider. Deswegen gibt's keinen Tomb Raider Teil sozusagen. Nur zur Info. Nicht, dass jetzt irgendwie was gegen Jesse ist, aber ich wollte es ja nur sagen. Die dritte Frage, wer hätte es gedacht, von der guten Jesse. Yeah! Okay, wer war der erste Let's Player, den du gesehen hast? Ja, das war gar nicht so lange her, glaube ich, doch 2 Jahre, so 2009, als ich auch meinen Account im De Dezember angelegt habe. Nämlich war das CK, also CEKAY. Vielleicht kennt ihn jemand von euch, einer der berühmtesten Let's Player jetzt nach Gronkh. Er war immer der berühmteste Deutsche, sage ich jetzt. Also nicht der berühmteste, sondern der berühmteste deutsche Let's Player. Und ja, das erste Let's Play, um die Frage sogar noch mehr zu beantworten, als es überhaupt nötig wäre. Das erste Let's Play, das ich von ihm gesehen habe, war zu Assassin's Creed 2. So. Die vierte Frage, mal von jemand anderem außer Jesse, nämlich von PS 3470 3470. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man diese Zahlenkürzel ausspricht. Egal. Oder 3470. Okay, mehr kenne ich auch nicht. Ich kenne diese drei Arten jetzt, das auszusprechen. Und außer das wäre irgendwie super krank, so 3470 0 oder 3470. Aber es ist ja gar nichts hier zur Sache. Das tut gar nichts hier zur Sache, wie man diesen ausspricht. Nämlich, die Frage tut was zur Sache. Die wäre, liebst du mich? Na klar, ich liebe alle meine Abonnenten. Ha! Schleimpunkte. Yeah! Die fünfte Frage von 00Akina00. Hast du ein Haustier? Nein, ich habe kein Haustier. Ich hätte gerne eine Katze, aber das geht nicht, weil die sonst nur da drin wäre. Es gibt zwar auch so Katzen, die eigentlich nicht so an die frische Luft brauchen, so. Meine Familie wollte sich immer so einen Hund anschaffen, aber darauf hätte ich ja sowieso keinen Bock gehabt. Obwohl, ja, Hunde gehen eigentlich, aber ich mag lieber Katzen. Ich bin mehr so ein Katzenmensch. Wenn das, ja. Ja, also ich hätte gerne eine Katze, werde ich aber nie haben oder vielleicht erst, wenn, keine Ahnung. Jetzt habe ich im Moment kein Haustier. Bam. Die sechste Frage, hast du eine Freundin? Oh, wer fragt das denn? PS Zahlenkürzel. Ja. Nein, ich habe keine Freundin. Aber warum willst du das wissen, ist die Frage. Hä? Nein, ich ja, ich hatte mal im Kindergarten und irgendwann in der Grundschule eine Beziehung, also so Anfang der Grundschule, Ende vom Kindergarten mit einem Mädchen, aber das kann man eigentlich nicht Beziehung nennen, das war so eine Sandkastenbeziehung, die klassische, so, keine Ahnung, vor der Pubertät ist doch alles nicht ernst hier, ist doch nur Spaß. Das hat jetzt sehr pervers geklungen. Egal, und außerdem, um den guten Alligator 1024 zu zitieren, mein Mann, Single-Leben for the win. Die siebte Frage, wieder von der guten Jessie hier, die schlaue Füchsin oder so. Ich weiß nicht, wie man das in der weiblichen Form sagt, aber ich glaube schon so. Bist du froh über deine 250 Abonnenten? Na klar, ja, das hat sie schon vorher gestellt, als ich noch 200 hatte oder 200 irgendwas, keine Ahnung. Ja, sehr klug, sehr klug. Nächste Frage. Nummer 8 von PS Zahlenkürzel. Ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt so ausspreche, aber egal. So, wo wohnst du? Ja, das kann man in meiner Kanalbeschreibung eigentlich noch nachlesen, aber ich sag's gern nochmal. Nidderau. Ja, eigentlich steht da so City hinter, weil es ja voll G-Town ist, so, aber das lasse ich mal aus Anstandsgründen dem Video wegen weg.